Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reseller mit Kopf, freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video an diesem wunderschönen Sonntag. Und ich bin übelst motiviert, ich bin gerade vom Urlaub zurückgekommen und jetzt drehe ich ein Video für YouTube ab. Ich weiß nicht ganz genau, wann es online kommt, weil ich am Dienstag noch einen schweren Gang vor mir habe, in Anführungszeichen, da kann ich nichts machen. Am Mittwoch denke ich auch nicht, vielleicht finde ich wen, der es mir schneidet, da kommt es vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag dann online. Aber um was soll es heute in diesem Video gehen? Heute geht es ums Thema Brickheads. Sollte man in Brickheads investieren? In welche Brickheads sollte man investieren? Ich habe hier die sehr, sehr verschiedene Brickheads, von Seasonal Brickheads bis hin zu Exklusiven, aber auch, ich nenne sie mal Standard Brickheads, die immer gehen, aufgestellt und werde euch Schritt für Schritt zeigen, in was man investieren kann, wann man was verkauft und was man für welchen Brickhead zahlen sollte, wie das Ganze funktioniert, wie die performen und so weiter. Das alles in diesem Video. Doch bevor wir jetzt starten, haue ich euch ein bisschen was raus. Nämlich, ich habe einen richtig dicken Deal klar gemacht in der Challenge von 500 Euro zum 500.000 Euro Traumhaus. Diese Videos werden, je nachdem wie es mir dann körperlich geht, Freitag, Samstag online kommen oder erst nächste Woche. Ich hoffe, das passt für euch, wie gesagt, die Gesundheit geht definitiv vor und wie gesagt, da kann es sein, dass halt einfach dann am Montag, Dienstag, nächste Woche dann online kommen. Aber das werdet ihr sehen, folgt einfach, abonniert, müsst ihr so und so, weil dann könnt ihr diese Mauspads gewinnen, die könnt ihr direkt weiterverkaufen, beziehungsweise einfach für euch selbst verwenden. Das sind so XXL-Mauspads, die richtig gut an Qualität haben. Habe ich ein paar hundert Stück bekommen, jetzt will ich zwei an euch raushauen, an alle Abonnenten, die dieses Video liken und die kommentieren, die nehmen am Gewinnspiel teil. Wie gesagt, zwei Stück balle ich euch raus, vollkommen for free. Und jetzt starten wir direkt los mit unseren Brickheads. Grundsätzlich, man sieht, es gibt tausende Brickheads gefühlt. Und wie sollte man wissen, welchen Brickhead man kaufen kann? Beziehungsweise welche Vorteile haben Brickheads oder wie soll man da einfach einsteigen? Für wen sind die geeignet? Grundsätzlich sind Brickheads für jeden geeignet, der in Lego investiert. Die kann man perfekt als Lückenfüller nutzen, beispielsweise wenn man jetzt einen Einkauf für ein Giveaway macht. Das bedeutet, wenn man jetzt 300 Euro braucht oder 200 Euro braucht oder 100 Euro braucht, ist ja vollkommen wurscht, ihr wisst, was ich meine. Dann kann man Brickheads als Füller nehmen, weil die kosten 9,99, 14,99, also nicht die, sondern die kosten 12,99, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine, einfach um das aufzufüllen. Und ja, es ist aber nicht nur ein Lückenfüller, denn Brickheads sind meiner Meinung nach richtig heftig gut geeignet, um in Brickheads zu investieren. Digga, ihr wisst, was ich meine. Sie sind auf jeden Fall geeignet, um darin zu investieren, also um die zu kaufen, um die zu halten. Aus welchem Grund? Es gibt sehr, sehr viele Vorteile, die diese Klotzköpfe bieten. Erstens, man kann sie super gut lagern. Zweitens, es ist Sammelpotenzial dahinter. Das kennt man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, ich sitze ziemlich weit von der Kamera weg. Hinten gibt es dann immer den zweiten Brickhead, bei manchen sind vier dabei. Also es ist Sammelpotenzial gegeben, man kann sehr, sehr gut lagern. Es ist sehr, sehr wenig Kapital nötig, um eine erste Investition zu tätigen. Wie gesagt, die haben 9,99 UVP. Also da braucht man nicht übelst viel Geld für 200 Euro bekommt man 20, wenn man will, verschiedene Brickheads. Da kann man sehr, sehr günstig investieren. Man kann das auch, natürlich braucht man noch keinen großen Lagerraum anmieten, zu Hause machen. Und man kann auch nur in Brickheads investieren. Wenn man sagt, okay, ich resell einfach andere Dinge, aber ich will ein bisschen in Lego investieren, dann eignen sich Brickheads genauso wie Speed Champions sehr, sehr gut, wegen den genannten Kriterien von eben. Das sind mal die ersten Punkte, die für diese Klotzköpfe sprechen, wenn ich die so nennen darf, um auch in die zu investieren. Aber jetzt kommt die viel, viel entscheidendere Frage. In welche soll ich investieren? Welche steigen mehr und welche steigen weniger? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ja, Freunde, das ist jetzt, also da scheinen sich die Geister, beziehungsweise das verstehen ein paar Investoren noch nicht so ganz. Grundsätzlich, es gibt Seasonal Brickheads, was gehört zu den Seasonal Brickheads dazu, vollkommen klar. Beispielsweise hier der Osterhase oder das Osterküken. Ich habe jetzt den Drachentanzmann hier auch reingegeben, es ist nicht direkt ein Seasonal. Dann haben wir hier die Vogelscheuche, der Halloween Geist oder der Valentinsbär beispielsweise. Ihr wisst, was ich meine, einfach saisonbezogen steckt der im Namen Seasonal. Und hier machen sehr, sehr viele den Fehler. In diese kann man natürlich investieren. Welchen Vorteil haben diese Brickheads? Diese Brickheads, zum Beispiel dieses Osterküken, hat eine UVP von 9,99 und dann gab es schon mal bei Müller für 4 Euro. Also der Vorteil hier drin steckt definitiv, dass man deutlich, deutlich unter UVP kaufen kann. Natürlich spricht bei den anderen die Exklusivität, dazu komme ich gleich, dafür, dass die richtig, richtig gut steigen. Aber bei denen hier muss man schauen, dass man einen günstigen Einkaufspreis bekommt bei den Seasonal Brickheads.
und dass man die wirklich zur Saison dann verkauft. Natürlich kann man die eingestellt lassen, aber ich würde euch empfehlen, verkauft die direkt zur Saison. Was bedeutet das? Osterbriquet stelle ich halt vor Ostern einen Monat vorher oder so. Weil dort erzielt man die höheren Preise. Man kann das auch nachschauen. Die Preise für diese Teile werden, also zum Beispiel jetzt fürs Osterküken, werden vor Ostern erzielt. Hier, vor Halloween, hier kann man einen deutlich, deutlich großen Anstieg sehen. Vor Valentinstag, bei dem Bär, da gibt es noch eine Biene auch. Ihr wisst, auf was ich raus will. Also da dürft ihr euch nicht irgendwie sagen, okay, die steigen gar nicht, im Gegensatz zu denen hier, weil die meisten sind dann einfach ungeduldig. Da sehe ich, wie irgendwer so ein Valentinsbär versteigert für 6 Euro verramscht den irgendwann im Winter. Oder im Sommer, oder ihr wisst, was ich raus will. Das ist einfach nicht nice. Ihr müsst bei diesen Seasonal Sets, müsst ihr geduldig sein. Die stellt ihr ein, am besten vor der jeweiligen Saison. Und dann erzielt ihr auch gute Preise. Sagen wir mal, ihr zahlt jetzt für den hier 5 Euro bei Müller. Und ihr bekommt dann im schlechtesten Fall 14,99. Das ist so richtig nice. Aber die gehen auch ab und zu für 17 weg. Aber nur zur jeweiligen Saison. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt mal die erste Kategorie, wenn ich das so nennen darf. Dann gibt es die nächste Kategorie, nämlich exklusive Sets. Beispielsweise wie hier unseren Donald Duck. Wie sollte man hier vorgehen? Ich würde hier, also exklusive Sets bedeutet nur bei Lego. Die sind jetzt bis jetzt, ich sage nur bis jetzt, nur bei Lego erhältlich. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Und wie würde ich da vorgehen? Ich würde da nicht zu UVP kaufen, sondern ich würde warten, dass ich zum Beispiel ein Giveaway bekomme ab einem Einkaufswert von 80 Euro, dann hole ich mir 8 von den Dingern. Nur als Beispiel. So habe ich nicht 9,99 UVP, weil wenn ich zum Beispiel dann 40 Euro fürs UVP, 40 Euro für das GBP bekomme, 40 Euro bei eBay, weil ich es verkauft habe, habe hier 80 Euro bezahlt. Das ist mir ein Zettel runtergefallen, ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Ich habe da 80 Euro für die 8 bezahlt, dafür bekomme ich das GWP, was vielleicht 40 wert ist, vielleicht ist es auch nur 30 wert, vollkommen wurscht. Das bedeutet, ich bekomme auf jeden Bricket, den ich bezahlt habe, ein paar Euro runter, ist vollkommen klar. Und dann kann man in diese Brickets investieren. Ich sage euch auch nachher noch in dem Video, in welche Brickets ich jetzt chronologisch von den End-of-Life-Zeiträumen investieren würde. Ganz, ganz wichtig, also bleibt definitiv dran. Das sind jetzt die exklusiven Brickets. Und dann gibt es auch noch Brickets, die weder ein Seasonal Bricket sind, noch so super exklusiv, zum Beispiel wie hier der Donald Duck von Disney, der hat eine richtig dicke Zielgruppe, sieht richtig cool aus. Es gibt auch Vergleichssets, zum Beispiel die Mickey Mouse, die war kurze Zeit mal auf 100 Euro, aber nur oder auf 100 Euro, 80 Euro, jetzt ist sie auf 60, aber da muss man auch dazu sagen, die war nur ein Jahr auf dem Markt, das muss man auch dazu sagen, also sehr, sehr begrenzt, nur exklusiv bei Lego, deswegen vielleicht auch der hohe Preis. Aber, muss man halt dazu gesagt haben, aber dieses Set oder diese Sets, also Donald und Pluto und Goofy, Pluto und Goofy, oder? Ja genau, Pluto und Goofy, die werden auch an Wert steigen. Ob sie die Mickey Mouse einholen, ich denke nicht, aber trotzdem habt die mal auf dem Schirm, wie gesagt, bleibt dran, ich sag's euch nachher noch ganz genau, in was ich investieren würde. Die Sets, die ich jetzt gemeint habe, die halt hier nirgends so richtig dazu passen, sind beispielsweise so der Geburtstagsclown. Den Geburtstagsclown kann man grundsätzlich etwas teurer anbieten für 19,99. Ich würde den auch nur mit GWP dann kaufen bei Lego. Wer kauft dieses Set? Welche Zielgruppe kauft dieses Set? Einfach irgendwer, der den dann auch wieder verschenken will. Und der achtet oder der macht keines Preis, also natürlich bei eBay vergleicht er den Preis, aber er sagt nicht, okay, den gab es da bei Müller mal, sondern der braucht den sofort. Das nächste zum Beispiel auch noch hier, die Braut und der Bräutigam, kann man natürlich bei einer Hochzeit auch vielleicht irgendwie in den Korb mit reinpacken, ist ein cooles Geschenk mit dazu, das sind halt, ist wieder eine ganz, ganz andere Kategorie, es gibt dann noch eine weitere Kategorie, aber lasst mich kurz das Ganze ausführen. Hier beispielsweise bei denen habe ich eine Analyse gemacht, sehr, sehr viele Teile für wenig Geld, der Part und Value bei den zwei ist richtig, richtig nice, nur als Beispiel, könnte man Outparten auch, aber das ist die nächste Kategorie. Und es gibt noch eine Kategorie, meiner Meinung nach, die, also ich kategorisiere das immer für mich einfach so, nämlich zum Beispiel die Freiheitsstatue 40367. Warum meine ich, das ist eine andere Kategorie, ist auch ein exklusives Set, könnte hier dazu passen, passt auch hier dazu, aber man kann beispielsweise jetzt das Ding kaufen, diese Mini-Freiheitsstatue als Brickhead, um beispielsweise einen Bundle mit der großen von Architecture zu machen. Das machen sehr, sehr viele, die verkaufen es als Bundle.
zum Beispiel Litzer werden auch als Bundle verkauft. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Weil das ist nicht nur der Einkauf, sondern wir müssen das Ganze natürlich auch wieder verkaufen können. Das ist viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach, dass wir auch wissen, okay, was bekommen wir am Schluss dafür. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, diese Kategorie hier drüben, die Seasonal Sets, die verkaufen wir, also die kaufen wir ein, nur reduziert, wir verkaufen sie in der Saison, in der richtigen Saison. Ganz, ganz wichtig, das hier. Die exklusiven Sets kaufen wir nur mit GWP, also nicht zur UVP, wir schauen, dass wir ein GWP bekommen und verkaufen die nach dem End of Life. Natürlich, hier kann man warten aufs End of Life, aber die gehen sogar auch manchmal, zum Beispiel Valentinsbär bei eBay, weil einer hat einen Lego-Account, der hat keinen Lego-Account, der will nur die den Valentinsbär oder die Valentinsbiene für seine Freundin, der kauft das auch für 19,99 bei dir, wenn es bei Lego noch 9 Euro kostet. Hundertprozentig hatte ich schon sehr, sehr oft. Also nur kurz dazu gesagt. Hier warten wir auf den End-of-Life-Zeitpunkt und dann steigt das Ding exklusiv. Ja, richtig coole Zielgruppe, wie schon eben erwähnt. Und das hier, also Braut, Bräutigam, Clown, können wir auch schon, bevor es End-of-Life ist, teuer reinstellen. Hier ist dasselbe wie bei den Seasonals, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich hatte schon Fälle, auch im Member-Bereich oder auch mit anderen, mit denen ich geschrieben habe, die haben gesagt, hey Digga, ich habe jetzt den Geburtstagsclown habe ich ums Doppelte der UVP verkauft, obwohl es bei Lego noch verfügbar ist. Wie gibt's das? Ja, das gibt's, weil einer sagt, okay, ich brauche das in 3 Tagen, ich will mir bei Lego keinen Account erstellen, ich habe einen eBay-Account, fertig aus, der kauft das. So ist es nämlich. Also kategorisiert das. Und dann die nächste oder letzte Kategorie, wie ich das Ganze einteile, wie gesagt, die Beigaben zu einem größeren Set. Da kann man auch aus dem größeren Set dann mehr rausholen, wenn man so eine kleine Beigabe dazu. Also das sind mal die Kategorien, die ich euch sagen will. Was hat es jetzt mit denen hier vorne auf sich? Das sind Brickets, die schon alle End of Life gegangen sind. Also jeder von denen, also die hier und alle hier sind End of Life. Ich habe noch ein paar hinten im Regal, ich wollte aber nicht alle nach vorne bringen. Und hier habe ich mir einige Werte aufgeschrieben. Jetzt gehen wir mal durch. Zum Beispiel der Darth Vader hier. UVP 9,99, jetziger Wert 30 Euro, also der hat sich verdreifacht. Das gleiche gilt auch hier für den Stormtrooper, beide verkaufen wir noch, ich habe noch ein paar mehr von denen am Start. Also wie gesagt, verdreifacht, ich gehe nur damit ihr ein bisschen ein Gespür bekommt. Hier der Chewbacca, 30 Euro, UVP 9,99 und wenn man hier die Methode anwendet, die ich euch gesagt habe, dann bekommst du den nicht für 9,99, sondern wenn du zum Beispiel ein GWP nimmst, kriegst du ungefähr 8 Euro dafür, ja und jetzt 30, nur so. Zur Info. Dann haben wir hier noch ein paar, der ist ungefähr 25 wert, das ist der Jack Sparrow. Es gibt auch einige, die ein bisschen weniger wert sind, zum Beispiel der hier, der ist jetzt ungefähr ein 20er wert und so weiter. Die habe ich einfach nur aufgestellt, damit ich euch sagen kann, okay, die Wertsteigerung liegt bei all denen zwischen 200 oder zwischen 150 und 300%, kann man sagen, die Wertsteigerung. Wenn man es gut eingekauft, man kann nicht sagen, okay, die UVP war damals so und so. Der Einkaufspreis ist auch enorm wichtig, da machen manche auch noch einen Fehler. Die sagen zu mir, hey René, du hast jetzt das Set zu dem und dem Preis verkauft, hast du da überhaupt einen guten Gewinn gemacht? Ja, die fragen aber nicht, welchen Einkaufspreis ich hatte. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Freunde, und ein ganz, ganz wichtiges Learning, meiner Meinung nach. Man muss immer schauen, okay, zu welcher Kategorie gehört welches Set, wie kaufe ich es ein, wann verkaufe ich es? Jeder redet immer, ob das ein gutes Investment ist oder nicht, aber die Kernaussage in dem Video, ja, ich hoffe, ihr versteht die Kernaussage, ich denke schon, ihr seid natürlich schlaue Leute, meine Freunde. Genau, was würde ich jetzt kaufen, beziehungsweise in welcher Reihenfolge? Grundsätzlich, ich würde anfangen mit Goofy, Pluto und Donald Duck. Wieso würde ich mit denen anfangen, wenn ich jetzt die irgendwie günstiger bekomme? Beispiel, es gibt ein GWP bei Lego, 40 Euro muss man einen Einkaufswert haben. Ich will das GWP haben, dann kaufe ich mir, wenn ich Brickets sammle, beziehungsweise wenn ich die Brickets haben will, dann kaufe ich mir natürlich als erstes diese Brickets, bevor ich jetzt zum Beispiel Dagobert Duck und Tick, Trick und Track nehme, weil die später End of Life gehen. Also die werden, ich weiß nicht, wann die verschwinden werden, aber auf jeden Fall früher, wie beispielsweise die jetzt rausgekommen sind, das ist vollkommen logisch. Manchmal ist es doch nicht ganz so logisch wie bei den Architectures oder auch wie bei manchen anderen Sets. Lego will mir da immer so einen kleinen Stock zwischen die Beine werfen, vollkommen wurscht. Ihr wisst, auf was ich raus will. Also, sollte es jetzt GWPs geben und ihr sagt, ich will Brickets kaufen, welche Brickets solltet ihr kaufen? Meiner Meinung nach der Donald, Goofy und Pluto hier. Dann die Freiheitsstatue, das sind halt die Exklusiven. Also das ist exklusiv, das ist auch exklusiv nur bei Lego. Wie findet man raus,
wie findet man raus, dass das überhaupt exklusiv ist? Es steht einfach dabei, Freunde, ich blende es nicht ganz kurz ein, es steht einfach dabei. Bei Lego, ganz einfach. Und natürlich, es kann jederzeit sein, es gibt exklusive Sets, die nach einer Weile irgendwann bei Galerie auftauchen, man kennt es, auch im Stadtleben oder whatever. Aber bei denen ist es halt noch nicht der Fall und deswegen, wie gesagt, in die würde ich investieren. Und dann noch der Mandalorian und das Kind. Habe ich hinten noch stehen? Könnte ich ganz kurz holen, aber ich will nicht holen. Da würde ich dann auch investieren, aber ja, nicht zu UVP, das bekommt man deutlich, deutlich günstiger. Gab schon richtig gute Rabattaktionen. Es gab sogar, ich glaube, am Star Wars Day konnte man das ungefähr für 10 bis 12 Euro holen, wenn man das super kombiniert hat, Belego. Also das würde ich auch noch holen, das ist das 75317er Set. Also diese vier Sets würde ich holen. Jetzt in nächster Zeit, wenn ich das so sagen darf. Es kann sein, dass es wieder mal GWPs gibt und so weiter. Also bleibt auch dran auf dem Kanal. Ich werde auch ein Update-Video machen, wann es wieder GWPs gibt und so weiter. Ja, und was würde ich auf meine Watchlist schreiben? Von Brickheads natürlich. Ich habe sehr, sehr viel mehr auf der Watchlist natürlich, aber von den Brickheads. Nämlich 40476 Daisy Duck. Ich habe sie hier aufgeschrieben, wie gesagt. 40477 Dagobert Tag mit Tick, Trick und Tag. Aus den genannten Gründen, wie auch mit denen. Ja. Und dann noch 40495 Harry Potter, Hermine, Ron und Hagrid würde ich auch draufschreiben. Ich habe auch Harry Potter Sets hinten und wir verkaufen auch sehr, sehr gut diese Brickets oder haben auch schon sehr, sehr gute Gewinne. Damit erzähle ich blendlich sonst ein paar Verkäufe ein von ähnlichen Sets. Und das gleiche ist für 40496 Voldemort, Nagini und Bellatrix. Die würde ich mir auch holen, aber erst, also als allererste die, was ich vorhin genannt habe, die halt schon früh End of Life gehen werden. Rein theoretisch und dann, wenn ich sage, okay, ich habe von denen genug, dann warte ich wieder auf GWPs oder auf irgendwelche Beigaben, doppelte VIP-Punkte, whatever, damit ich es einfach günstiger bekomme und hole mir dann diese Brickets noch dazu. Also, die sind jetzt insgesamt 8 gewesen. Ich habe euch sonst auch alles unten verlinkt. Grundsätzlich muss man dazu sagen, alle Brickets, die bis jetzt auf den Markt gekommen sind, also ich kann euch gerne unten eine Liste verlinken. Ich habe mir jetzt von den, es gibt seit 2017, also bei Lego, aber davor gab es schon bei der San Diego Comic Con 2016, sind die sozusagen vorgestellt worden, wenn man diese Brickets jetzt hätte, das wäre auf jeden Fall nice. Aber ihr wisst, was ich meine, also sie sind noch nicht so lange am Start, aber die performen durch die Bank richtig, richtig gut. Also wenn man sich das ausrechnet, eine richtig coole Themenwelt, wenn ich das so sagen darf, eine richtig coole Reihe, die einfach extremes Potenzial hat aus den am Anfang genannten Gründen. Lagerbarkeit, für jeden, also nicht für jeden verfügbar, für jeden Geldbeutel verfügbar, wenn ich das so sagen darf. Sehen einfach cool aus, kann man auch sammeln. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die irgendwo hinten oder auch aufs Fernsehkästchen stellt, so. Da sieht das auch geil aus. Und man hat eine Wertanlage in Anführungszeichen. Ich würde es auch nicht aufs Fernsehkästchen stellen, aus den Gründen wie Luftfeuchtigkeit, wie Licht, wie Staub und so weiter. Das wisst ihr aber nur als kleines Beispiel. Und deswegen sind Brickheads oder gehören Brickheads meiner Meinung nach in jedes gute Portfolio rein. Man kann auch wirklich nur Brickheads sammeln und dann beispielsweise, wenn man einen Shop hat, sagen, okay, ich habe halt nur Brickheads, also ich verkaufe alles Mögliche und dann habe ich eine Variante mit Brickheads. Das müsste auch sehr, sehr gut funktionieren, wenn ihr das machen wollt, meine Freunde. Jo! Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, war ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, ich habe es so darstellen können, dass ihr kapiert, auf was ich raus will, was ich meine. Ich habe hier wirklich ein bisschen was nach vorne geräumt. Ein paar sind echt schon richtig viel wert, was mich natürlich auch freut. Und vergesst nicht auf unser Gewinnspiel. Zwei Gaming Mauspads, also nicht nur Mauspads, sondern auch Tastaturpads, das sind so richtig große, die sind richtig, richtig cool. Das gibt es zu gewinnen unter allen Abonnenten, die dieses Video liken und dann Kanal abonnieren, habe ich gerade gesagt, Digga. Kommentieren meine ich natürlich. Jo, das war's mit diesem Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mir auch Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich mir für morgen Glück. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, Freitag online kommt. Ich weiß nicht genau, wie es mir geht. Wie gesagt, das muss ich noch rausfinden. Kann ich nicht wissen. Und wir sehen uns. Bleibt gesund, meine Freunde. Das ist das Allerwichtigste. Kommt mir immer und immer mehr so vor. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.